Königsblau gegen Teufelsrot. Ja, Leute, und in diesem Sinne ein herzliches Willkommen zurück bei Red Devil TV. Nach unserem Auswärtsspiel gegen Königsblau in der Veltins Arena auf Schalke in Gelsenkirchen. Mein Gott, das haben wir es auch mal. Ja, unsere Männer in Rot halten ihre Form, gewinnen einfach auf Schalke mit 0:3. Das ist echt krass. Mein persönlicher Tipp war 0:1 durch Ragnar Ache. Naja, er hat immerhin getroffen, aber dann, ja, das Ergebnis wurde auch ein bisschen nach oben geschraubt. Richtig, richtig krass. Der FCK aktuell wirklich gut, sehr gut, ja, unterwegs. Ist über Nacht auf Platz 2 gesprungen. Und ja, wir wollen über das Spiel ein bisschen reden. Im Vorfeld muss ich aber auch noch sagen, der FCK korrigiert aktuell so ein bisschen die Ergebnisse aus der letzten Saison. Der letzten Saison, bekanntlich, hat man nach 3:0 Führung in Düsseldorf mit 4:3 verloren. In dieser Saison hat man das Ding 3:4 gewonnen. Immer noch das geilste Auswärtsspiel der Saison für mich bis jetzt. Und jetzt eben gegen Schalke 3:0 gewonnen, wo man in der letzten Saison auf Schalke 3:0 verloren hat. Aber das 3:0 in der letzten Saison, das habe ich damals schon gesagt. Und das, da bleibe ich auch dabei. Das war viel zu hoch, war völlig unverdient für Schalke. Der FCK war definitiv keine 3 Tore schlechter. Der FCK hat sich damals selbst geschlagen, hat ja auch 2 Platzverweise dann kassiert. Und das einzige Gute an dieser ganzen Geschichte war, dass endlich Lute aus dem Tor geflogen ist und endlich Julian Kral seine Chance bekommen hat. Das habe ich schon von Anfang an damals gefordert. Ich habe es nicht verstanden damals, verstehe es heute immer noch nicht. Warum er einen jungen Torhüter, der seine ganze Karriere noch vor sich hat, der sich noch weiterentwickeln will, der noch Bock hat, auf die Ersatzbank setzt und einen Torhüter, der die Karriere auslaufen möchte, als Nummer 1 ins Tor stellt, habe ich nicht verstanden. Habe ich damals mehrfach mich drüber beschwert. Dann war es endlich soweit und unser damaliger Trainer Dirk Schuster hat sich dann zu entschieden, Julian Kral im Tor zu lassen. Das war natürlich die absolut richtige Entscheidung, wie man jetzt auch sieht, ne? Er hat sich ja enorm entwickelt. Ja, kommen wir zur Partie. Nochmal kurz vorher weg. Ich persönlich finde Schalke cool. Ich mag Schalke. Also ich weiß, ja, ich finde Schalke wirklich cool. Ein riesiger Traditionsverein, eine richtig geile Arena, krasse Fans. Ja, mir gefällt auch das Königsblau, die Farben. Ich finde das alles schon cool. Und Schalke erinnert mich halt wirklich enorm an den FCK, als es damals mit dem FCK so stark bergab ging, wovon sich der FCK ja bis heute nicht erholt hat. Und dann sind ja bis heute kein Bundesligist mehr. Beim FCK war es früher auch schon so, Champions League und Euroleague noch gespielt und dann plötzlich wurde es immer schlechter und schlechter und schlechter. Dann kam der Abstieg 2006, dann ist man fast in die dritte Liga abgestiegen, da konnte man sich doch mal gut verstärken, hat dann wieder oben mitgespielt, ist dann wieder in die Bundesliga aufgestiegen, hat eine erste sehr gute Saison gespielt, glaube ich mit Platz 7 beendet. Ja, damals noch Spieler wie Ilicevic, Lakic, Armedik und Florian Dick und so weiter, Christian Tiffert. Das war noch eine geile Truppe. Und dann eine Saison später, ja, hat man halt einfach das Transferglück nicht gehabt. Ja, konnte Lakic nicht ersetzen, hat dann Spieler wie Schächter geholt und so weiter. Und dann ist der FCK sang- und klanglos abgestiegen in die zweite Liga. Und dann ja, hat man zwei, dreimal kläglich versaut, wieder aufzusteigen. Und am Ende ist man dann sogar in die dritte Liga durchgereicht worden. Dann war man, glaube ich, wie lange war man in der dritten Liga? 4 Jahre? Ich weiß schon gar nicht, ich habe schon verdrängt. War die Hölle. Dritte Liga, Hölle. Also man kann für Schalke nur hoffen, dass sie nie in die dritte Liga absteigen werden. Natürlich hoffe ich das auch für den FCK, dass wir nie wieder in diese dritte Liga müssen, weil das ist schon wirklich unterirdisch, was da abgeht. Ja, dann ist der FCK wieder aufgestiegen und ist jetzt das dritte Jahr in Folge in der zweiten Liga. Und darüber sind wir mittlerweile glücklich. Die Ansprüche früher, als ich FCK-Fan wurde, da hieß es ganz klar, nie mehr zweite Liga. Das war der Ansporn, nie mehr in die zweite Liga abzusteigen. Und heute ist man froh, dass man offensichtlich, Stand heute, ein relativ stabiler Zweitligist ist. Muss man natürlich noch abwarten, wie die Saison verläuft. Letzte Saison war ja schon haarscharf, aber man ist halt eben nicht abgestiegen. Und durch die Pokaleinnahmen, ja, konnte man natürlich auch noch ein bisschen was machen.
und steht jetzt finanziell ja relativ gut da. Ich glaube, 4,7 Millionen Überschuss hat der FCK erwirtschaftet. Das ist top. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr hier vorliegen, aber in der letzten Saison oder waren das die Zahlen von der Saison? Glaube ich jetzt nicht, weil die Saison läuft ja noch. Also müssen es ja die Zahlen vom letzten Jahr sein. Da hat der FCK angegeben, dass wir rund 45.000 Trikots verkauft haben. Alter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der FCK davon bekommt. Ne? So Trikot 80 Euro. Ich vermute mal, der FCK selbst kriegt vielleicht so 20 Euro davon, 25. Der Rest kriegt natürlich der Ausrüster. Aber das war schon was. Und der Saison zuvor waren es knapp 30.000. Also im Vergleich, dritte Liga 13.000 und einmal 10.000. Ne? Also das ist schon ein unfassbarer Unterschied. Dann natürlich die Stadioneinnahmen. Das Stadion ist fast immer, der Heimbereich, fast immer ausverkauft. Da ist echt schwer, Karten zu kriegen. Und ja, die Kurve vom FCK geht ganz steil nach oben und bei Schalke ist es halt so, da geht es gerade halt einfach ganz steil bergab, weil Schalke halt einfach einen unfassbaren Schuldenberg hat. Ich habe irgendwas zuletzt gehört mit 100 Millionen Eigenkapital minus. Ob das so ist, keine Ahnung. Irgendwo auf YouTube bei so einer Schalke-Doku haben sie es, glaube ich, gesagt. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Ich will es ja nichts Falsches in die Welt setzen, aber Schalke muss wohl richtige Geldprobleme haben. Und das ist halt das Problem. Es wird immer schwerer mit keinem Geld, der FCK lässt grüßen, einen guten Kader zusammenzustellen. Aktuell hat der FCK das Glück, dass wir da vorne einfach ein magisches Dreieck haben. Ache, Hanslik, Jokota, die drei passen super zusammen. Ja, zu Ache, Gott, kommen wir gleich noch. Und die haben auch alle drei getroffen auf Schalke. Und ja, deshalb war es auch die absolut richtige Entscheidung vom FCK, Ache nicht ziehen zu lassen. Absolut richtig. Und so steht der FCK. Stand gestern Abend auf Platz 2. Aktuell stehen wir auf Platz 3. Die zweite Liga läuft ja aktuell. Aber ja, okay. So viel zum Vorfeld. Jetzt gehen wir erstmal in die Partie rein. Schalke 04 gegen den FCK. Ich glaube, der FCK hat einen neuen Auswärtsrekord diese Saison gebrochen. Noch nie waren so viele Auswärtsfans dabei. Über 6.000 in der Feldins Arena. Geisteskrank. Und ja, ich konnte das Spiel, ich habe es im Vorfeld beim Braunschweig-Video schon gesagt, nicht live schauen. Ich habe es allerdings aufgenommen und habe mir das Spiel dann, sage ich mal, zu 80% nochmal angeschaut komplett. Und da denke ich, bin ich durchaus in der Lage, ein vernünftiges Statement zu diesem Spiel abzugeben. Ich würde sagen, Schalke war in der ersten Hälfte gar nicht mal so schlecht. Sie haben viel versucht, sie haben viel gemacht, aber hatten halt wenig Ertrag. Ja, der FCK hat ein bisschen weniger gemacht, war aber immer präsent und auch gefährlich. Und so war es dann halt auch in der 12. Spielminute. Nach der ersten dicken Chance von Schalke, ja, Bachmann, ehemaliger Lauterer, von dem halte ich überhaupt nichts, der war bei uns so unterirdisch schlecht. Ja. Ich musste wirklich zweimal schauen, als ich dann gesehen, dass er wirklich bei Schalke spielt. Ich konnte es nicht glauben. Weil Bachmann ist für mich einer der... egal. Jedenfalls beim FCK war er unfassbar schlecht. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Wenn er bei Schalke gut ist, Glück auf, ne? So. Also, dann war es halt eben so die erste gute Chance durch Bachmann für Schalke. Und direkt im Gegenzug rennt Karloc einfach mal die Außenlinie lang auf der linken Seite. Gibt mit einem super Pass in die Mitte und Ragnar Ache macht das richtig, richtig gut. Schiebt einen gegen die Laufrichtung des Torhüters. Ich habe ihn ja in den letzten Wochen ein bisschen kritisiert, weil er war schon, ja, vielleicht sollte man die Chancen tot sagen, aber er hat schon unfassbar viele Torchancen, zum Teil fahrlässig liegen gelassen. Auf der anderen Seite, er trifft natürlich auch dann trotzdem mal, ne? Neuntes Saisontor für unsere neuen Ragnar Ache. Schalke, ja, hatte dann immer wieder mal Akzente nach vorne, aber ich fand, sie wurden nie wirklich so gefährlich. Ja, sie hatten ihre Tormöglichkeiten, aber es war nicht so zwingend. Die erste Hälfte war auch von beiden Mannschaften nicht so gut. Ich fand, Schalke war ein bisschen aktiver. Naja gut, zur Pause 0-1, aber kurz vor der Pause halt der Schockmoment für jeden FCK-Fan. Ragnar Ache, oh mein Gott, hat sich schon wieder verletzt und wie schon wieder. Er rennt über diesen Acker. Ich meine, der Platz war wirklich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite muss man sagen, alle anderen haben auch auf diesem Acker gespielt, haben sich halt nicht verletzt. Ache halt, er ist halt so unfassbar verletzungsanfällig.
möchte nach einem Abschlag oder einem Abstoß, was weiß ich, von Kral das Spiel schnell machen, rennt los, bleibt irgendwie im Rasen hängen und ja, fällt dann, und das sah schon direkt nicht so toll aus. Na gut, hoffen wir mal, dass er sich nicht allzu schwer verletzt hat. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er gegen Karlsruhe, das ist übrigens super, ne, dass er gegen Karlsruhe und gegen Darmstadt was mit Sicherheit ausfallen wird, denke ich. Vielleicht gibt es ein Wunder, aber gegen Karlsruhe ist für mich, denke ich, also absolut sicher. Vielleicht spielt er auch in der Hinrunde gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Es gibt keine Infos oder irgendwas. Jedenfalls Stand heute. In der letzten Saison, als Ares sich verletzt hat, ist der FCK komplett abgekackt von oben. Da waren wir auf Platz 3 runtergefallen, bis letztendlich auf dem Abstiegsplatz. Ja, ich glaube allerdings nicht, dass das diese Saison nochmal passieren wird, weil wir haben immer noch einen Hansi und wir haben immer noch einen Yokota. Und dann, wenn Ares jetzt wirklich verletzt ist, für längere Zeit, dann muss halt auch mal Yannick Mauser seine Chance bekommen und da kann er halt auch mal zeigen, dass er es drauf hat. Also, ja. War ja auch ein bisschen Glück im Unglück, als der FCK so unfassbar viele verletzte Spieler hatte und Markus Anfang dann gezwungen war, durchzuwechseln. Und ja, das war das Beste, was passieren konnte. Da hat er an Zirsch seine Chance bekommen, da hat er Arimu seine Chance bekommen und wie sie alle heißen, ein Kleinhansel. Und ja, und seitdem läuft's, ne? Seit die ganzen Stammkräfte mal verletzt waren und nicht spielen konnten und die zweite Reihe mehr in den Vordergrund gerückt ist, auf einmal lief das, ne? Muss man hier klipp und klar sagen, es ist Fakt. Da ging das nämlich los, weil das erste Spiel war nämlich gegen Paderborn und dann kam Düsseldorf und das war die Trendwende. Muss nicht immer so schlimm sein, aber trotzdem, ich bleib dabei, Ache ist ein richtig heftiger Verlust, wenn er uns längere Zeit ausfällt. So, die zweite Hälfte, ja, begann eigentlich genauso wie die erste. Nur, dass es diesmal viel schneller ging. Der FCK war eigentlich da schon ziemlich aktiv. Karlsruhe in der 50. Minute mit einem Distanzschuss ging knapp vorbei. Und dann in der 52. Spielminute der zweite auf dem außenmagischen Dreieck. Daniel Hanslik trifft mit seinem 5. Saisontor. Ja, wird angespielt, dreht sich einfach. Und dann ist es natürlich auch Glück für den FCK. Pech für Schalke. Das Ding wird abgefälscht, geht unhaltbar rein. Und der FCK geht mit 0:2 in Führung, ja. Ich konnte es kaum glauben. Ich habe das Spiel natürlich so gut wie ich konnte verfolgt. Und ja, 0:2 ist schon nicht so schlecht. Man weiß ja aber auch, der FCK hat durchaus das Potenzial, dann einzubrechen oder nicht mehr so viel zu machen. So wie gegen Braunschweig. Einfach nichts mehr gemacht in der zweiten Hälfte. Das war dann durch den Fehler von Kral richtig knapp am Ende noch. Trotzdem 3 Punkte geholt. Okay. Aber dieses Mal macht es der FCK wirklich besser. Denn nur 9 Minuten später hat unser Japaner Daisuke Yokota, von dem ich von Anfang an gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Video gesagt habe, also in meinem Freundeskreis habe ich das von Anfang an gesagt. Ich wette, der Typ ist geil. Weil das sieht man doch bei jedem anderen Club. Diese asiatischen kleinen Spieler, die sind schnell, die sind flink und die sind torgefährlich. Das sehe ich schon seit Jahren. Ich habe ja schon seit Jahren so ein kleiner Japaner bei uns gewünscht. Ja, es ist wirklich so. War einfach so und jetzt haben wir ihn. Und er leistet und er liefert jede Woche wirklich Top-Leistungen und ja, wie er sich da durchtankt, natürlich unterirdisch verteidigt von Schalke, aber er versucht es halt. Ja, es klappt ja auch oft nicht. Manchmal denke ich, oh, Yokota spielt doch ab. Nein, dann macht er noch einen Haken und noch einen Haken. Manchmal, ja, er übertreibt es auch manchmal, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, er übertreibt manchmal schon ein bisschen. Aber da macht das natürlich überragend. Macht das 0:3. Da habe ich schon so aus Scherzeshalber ein bisschen mich kundgegeben und hab mit ein paar Leuten geschrieben, habe gesagt, noch ein Tor, da können wir singen, Schalke 04. Ja, das war böse. Das war böse, ich weiß, ich weiß. 10 Minuten später, dann Aufregung im FCK. 16er Strafstoß für Schalke. Also letzte Woche der Elfmeter für Braunschweig war ein absoluter Witz. Das war kein Elfmeter, das war eine krasse Fehlentscheidung. Ich bleib dabei. Absolute Frechheit, sowas als Elfmeter zu pfeifen. Und dieses Mal muss ich sagen, boah, ist der FCK im Glück. Handspiel, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. So, es ging dann aber, glaube ich, um Karaman, der stand im Abseits. Okay, er war in diesem Gewusel drin.
Aber er ging nicht zum Ball. Er hat ihn weder berührt noch sonst was. Er war halt da. Hat sich halt auch dorthin bewegt. Okay, aber er war aus meiner Sicht halt auch nicht am Ball. Also muss man sich jetzt die Frage stellen, ist das jetzt aktiv oder passives Abseits? Und für mich ist es ganz klar passives Abseits. Ich habe keine Ahnung, was die da gesehen haben. Ich konnte es nicht verstehen. Für mich war das keine aktive Abseitsposition. Also hätte das Handspiel gewertet werden müssen und dann hätte es Elfmeter geben müssen für Schalke. Meine Meinung, ja. Da muss man auch mal die rosa-rote FCK-Brille abziehen, was ich ja immer tue. Ne? Ich sag, wie es ist und rede nicht lange mit dem heißen Brei drumherum. Ich kritisiere auch oft genug den FCK und das vollkommen zu Recht. Aber in dieser Hinsicht muss man wirklich sagen, Glück für den FCK. Aus meiner Sicht war es ein Elfmeter. Torier, was soll ich dazu sagen? Wie kann man sich so in den Strafraum stellen, den Arm so weit abstrecken, dass... Aber es ist auch Touré, der sowieso auf einem anderen Stern. Und ja, Glück für den FCK, denn da, das wäre die 70. Minute gewesen. Da ein Elfmeter, 1:3, da wäre das nochmal richtig heiß geworden. Obwohl ich nicht glaube, dass der FCK das Ding noch aus der Hand gegeben hätte. Vielleicht hätte Schalke sogar noch ein zweites dann gemacht, aber mehr nicht. Ja, und so blieb es dann halt am Ende beim 0:3. Der FC Schalke hatte noch die eine oder andere Möglichkeit, noch ein Tor zu erzielen. Der FCK allerdings auch. Redondo, oh mein Gott, allein vor Hegener, oder heißt das so, der Torhüter Hegener? Ich glaube, ja. Und der schafft es wirklich, den Torwart anzuschießen. Also, ja, okay. Das wäre dann, aber ich glaube, ein 4-0 wäre ein bisschen weg. Das wäre zu hoch gewesen. So gewinnt der FCK auswärts auf Schalke mit 0:3. Ganz wichtig mal fürs Torverhältnis. 3 Tore geschossen, kein Gegentor kassiert. Ich glaube, das 5. Mal in der Saison, dass wir jetzt zu 0 gespielt haben. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison. Letzte Saison haben wir ja nur 2-mal, glaube ich, zu 0 gespielt. Und ich gucke hier gerade auf die... Ach so. Oh! Ich gucke hier gerade auf die Tabelle und Hannover hat noch den Ausgleich gegen Köln geschafft. Und damit ist der FCK Stand heute Samstag, den 30. November wieder auf Platz 2 mit 23 Punkten. Genauso viel hat auch Karlsruhe und Hannover. Aber wir haben das etwas bessere Torverhältnis tatsächlich. Ja, dann ist der FCK nach wie vor auf Platz 2. Cool. Cool, cool, cool. Ich guck mal ganz kurz. Ja gut, Karlsruhe natürlich könnte es noch überholen. Ja gut, Karlsruhe HSV, ne? Oder? Wo ist denn HSV? Ja, ja, ja. HSV, Düsseldorf und Karlsruhe und so weiter könnten uns doch überholen. Aber scheiß drauf. Wie gesagt, Leute, also die Tabelle ist sowieso absolut unwichtig. Es ist geil, dass der FCK da oben steht, aber mehr auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass der FCK dauerhaft da oben bleiben wird. Jedenfalls ganz da oben. Ich glaube, wir werden eine gute Saison spielen. Platz 6 bis 5, hoffe ich. Wäre unglaublich wichtig für die TV-Tabelle. Und da könnten wir schon zufrieden sein. Und wenn mehr, gerne. Aber das glaube ich jetzt nicht. Wir haben jetzt schwere Wochen vor uns. Nächste Woche Heimspiel Samstag gegen Karlsruhe. Kann ich wieder nicht schauen. So hervorragend. Haben wir auch noch eine Rechnung offen. 4-0 in der letzten Saison verloren. Alter, Alter, Alter. Da haben sie ganz schön was gut zu machen. Dann auswärts in Darmstadt und dann nochmal ein Heimspiel gegen Köln. Leider kein Flutlichtspiel, finde ich ziemlich dämlich. Wie kann man Kaiserslautern gegen Köln nicht als Flutlichtspiel ansetzen? Naja, Gott. Gut, wir hatten schon einige Flutlichtspiele, ich weiß, aber trotzdem. Lautern Köln, das ist ein klares Flutlichtspiel. Ist jedenfalls der letzte Spieltag der Hinrunde und dann ist Winterpause. Gut, Leute, ganz schön langes Video dieses Mal, gab viel zu besprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Abo dalassen und ein Like. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, haut rein.